Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 7 Weltmeere Box von CR7Z. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 7 Weltmeere aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine kleine handliche Box. Hier oben lesen wir 5-8 Musik präsentiert. 7 Weltmeere und darunter auch nochmals CR7Z 7 Weltmeere. Und dann haben wir hier den Interpreten abgebildet und ein riesen Spektakel an Meeresfluten, so eine Riesenwelle. Sieht so aus, als würde er die gerade bändigen oder irgendwie dirigieren. Heftiges Motiv. Das Meer zieht sich hier über die Seite bis nach unten. 7 Weltmeere auch hier zu lesen. Rechts ebenfalls Meer. Obenfalls noch mehr, mehr und links nochmals mehr, mehr, inklusive 7 Weltmeere Schriftzug. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, und zwar spannenderweise von unten nach oben. In dem Fall haben wir hier 13 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features zweimal von Xavier Naidoo. Und dann haben wir noch ein Features von, man kann das sehen hier, Raptor. Muss ich ehrlich sagen, sagt mir in dem Fall nichts. Gut, dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode abgebildet. Das Ganze dann hier aufzuklappen. Und beim Inhalt haben wir Sticker, einen Button. Das dürfte eine Fahne sein. Instrumentals und das Album an sich. Box von innen schwarz gehalten. Und natürlich fangen wir zuerst an mit dem Album an sich. Auch hier lesen wir wieder 5-8 Musik präsentiert. 7 Weltmeere, das Ganze in einem Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir auch wieder, so ist besser, CR7Z 7 Weltmeere. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, die wir auch schon von dem Boxcover kennen. 13 Stück an der Zahl. Wie gesagt, zweimal Xavier Naidoo und einmal Raptor mit drauf. Credits und Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. So sieht das aus. Also wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Informationen, wer beteiligt war bzw. wer den Beat produziert hat. Hier hauptsächlich DJ Eule natürlich. Die beiden ja schon sehr viel miteinander gemacht. Auch hier lesen wir wieder Executive Producer DJ Eule. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Stadt unter Wasser, eine versunkene Stadt. Und wir lesen hier, in einem Sandkorn habt ihr alles Land und alle Meere. Wenn wir die Wahrheit gefunden haben, dann gibt es auf der großen Erde keinen einzigen Menschen mehr. In Klammer sehen. Okay, was haben wir hier? Weitere Tracks. 7 Weltmeere. Auch hier wieder Brandung und Wellen zu sehen. Und auch hier zum Abschluss nochmal 7 Weltmeere. Das eventuell auch als Wendecover machbar, aber ich werde es auf jeden Fall bei diesem hier beibehalten. Gefällt mir deutlich besser. Okay, die Album-CD sieht auch nach wildem Meerestreiben aus, beziehungsweise in dem Fall sogar so ein Strudel. Sieht echt gut aus vom Designer, die CD. Gefällt mir gut. Und auf der Rückseite auch wieder 7 Weltmeere zu lesen. Dann haben wir die Instrumentals und diese vom Cover etwas ruhiger. Wir sehen hier Wasserblasen, die hier herumschwirren. 7 Weltmeere Instrumentals CR7Z. Auch hier 13 Tracks zu sehen oder 13 Tracks aufgelistet. Dann haben wir die Album-CD, diese Album-CD, die Instrumental-CD, diese genauso wie auch schon das Cover hier mit diesen Wasserblasen abgebildet.
und das Ganze kommt in so einer Papphülle in einem Digisleeve. So, des Weiteren haben wir noch Sticker und zwar einmal diesen hier, CR7Z in schwarz und weiß, rechteckig. Dann einmal quadratisch 5/8 Musik und dann nochmals quadratisch der Logo bzw. der Coversticker von 7 Weltmeere. Schön glänzende Optik. Dann haben wir noch dabei einen Button, auf dem hier diese 7, die wir auch vom Schriftzug kennen, von CR7Z und das Ganze hier umrahmt, eingerahmt von einem Heptagramm, in schwarz und weiß gehalten. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diese Fahne. Schauen wir es mal kurz an. So, also die Fahne relativ kompakt gehalten, relativ klein. Wir haben hier auf der linken Seite einmal den Schriftzug CR7Z, wobei die 7 hier rot gestaltet wurde. Und dann haben wir auf der rechten Seite den Interpreten abgebildet in schwarz-weiß. Und das Ganze von so einem Zierrahmen, sieht so aus wie so asiatische Symbole, eingerahmt. Und das Ganze einseitig, also die Rückseite, hier sieht man nur die Seite durchscheinen, aber das Ganze einseitig verwendbar. Dürfte vom Format sein A2, schätze ich. Ja, also es dürfte A2 sein. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese Fahne, dieses Poster, diese Flagge in A2. Dann haben wir die zwei quadratischen und in einen rechteckigen Sticker, drei Sticker an der Zahl, diesen Button in schwarz und weiß gehalten, die Instrumentals zum Album im Digisleeve und natürlich das Album 7 Weltmeere an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box CR7Z 7 Weltmeere. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr CR7Z unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.